Mit dem Glück ist wie mit dem Pups, wenn man es erzwingen will, kommt Scheiße raus. Genauso geht er. Ja, servus. Ich bin der Tom. Und ich bin der Billy. Ich bin der Tom. Ich bin der Georg Pankratz. Der Keller. Ich bin der Volker hier. Robert, auch genannt Speedy Gonzales. Ich bin Olli, der Porno-Olli oder auch The Naked Helge. Hier ist mein Racer. Das ist meine Akma. Und mein Roller, der ist leider nicht da, weil er in der Lackierbox. Das ist mein Roller. Akma 56. Das ist mein Roller. Das ist meine Akma. Das ist meine schöne Akma. Das ist meine Akma, wie alle Akmas auch, weil wir haben ja im Endeffekt ein Akma-Team. Was qualifiziert dich denn überhaupt für das Rennstallteam? Mehrere tausend Kilometer. Von Palermo bis zum Nordkap. Ich war einfach immer selbst auf Achse. Ich war jung und brauchte das Geld. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich bin da an der Bushaltestelle gestanden. Ist der Tom vorbeigekommen und hat mich mitgenommen und hat gefragt, ob ich Zeit habe. Und dann bin ich halt einmal mitgekommen. Ich komme ja aus der MotoGP, ja, also die Nummer hier 46, wie man hier sieht, ja, das ist ja meine Nummer. Deine Nummer? Das ist meine Nummer. Ich bin einfach ein cooler Typ und da einfach so mit reingerutscht. Okay, super. Ich bin dazu gekommen, weil ich Freude am Fahren habe. So haben wir uns erkennen, als ich gerade nackt mit meinem Roller wieder mal zum See gefahren bin. Und genau, so hat es eigentlich angefangen. Konkurrenz ist groß. Ich habe gehört, es gibt viel Nachwuchs. Die Frage ist eigentlich, was meinst du denn, wie lange kannst du dich in deinem guten Alter jetzt noch im Rennstallteam halten? Ja, das ist so ohne weiteres nicht möglich. Da muss man dann schon nachhelfen. Das ist ein sehr hartes Rennen. Es sind hier wahnsinnig Maschinen am Start. Und man muss schauen, dass man das Beste rausholt. Mit allen Mitteln. Alles, was geht. Das ist mir scheißegal, welche Wegezeiten. Ich muss halt irgendwie fahren. Mir reicht eigentlich, wenn ich Alkohol trinken kann. Ah, super. Ja. Neue Qualitäten entwickeln. Ja, also zum Beispiel saufen. Immer hier jeden Abend durchhalten. Ja, es gibt viele Leute, die sehen das und denken, dass das ist cool, da möchte ich gerne mitmachen. Aber wenn sie dann merken, da steckt doch ein bisschen mehr dahinter, als nur eine Vespa zu besitzen, sondern da muss man auch schrauberisch ein bisschen was auf dem Kasten haben und sich auch, man muss ja zu der Gruppe passen. Alles klar. Ja. Und das bist du.